Heyo und herzlich willkommen hier zurück bei Tomb Raider. Letzte Folge sind wir durch ein kleines Jump'n'Run bis zu dieser Höhle, die wir da vor uns sehen, gekommen, wo sich ein Rucksack befinden soll, wo auch der Peilsender drin ist. Deswegen müssen wir da mal rein. Problem ist, wir haben schon letzte Folge gesehen, da sind Wölfe. Also wollen wir mal versuchen, diese Wölfe da ein bisschen zu meiden, beziehungsweise vielleicht. Los geht's. Ja, los geht's. Ich will nur den Rucksack, sonst nichts. Da scheint er zu sein. Oh Mann. So. Ich hab ihn. Okay, jetzt zurück zu Ross damit. Ah, komm. Ah, Mist. Mist, Mist, Mist. Da war ich nicht schnell genug auf der F-Taste. Okay. Wir sind jetzt wo? Achso. Los, 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 los. Zack. Alter, das gibt's doch nicht. Ich hatte doch eben das E gedrückt. Meine Herren, okay. Komm her, Wölfchen. Erst das. Und dann da. Und dann E. Und F. Ja. Das will ich einfach nicht. Okay, nochmal. Ich mache das so lange, bis ich da es hinkriege. So, komm her. Zack, 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 zack. Ah, Mist. Irgendwie. Das war jetzt Doofheit, von mir. Das habe ich jetzt die Tasten verwechselt. So, jetzt zack, 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 zack. Jetzt F. Dann mehrfach E drücken. F. Und F, 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 F. So. Puh, das war knapp, genau. Warte, da konnte ich noch was machen. Ja. Nehmen wir gleich mal mit. Nicht, dass wir hier noch. Puh, Gott sei Dank. Jetzt runter zu Roth. Ich glaube mal, der schnellste Weg dahin ist dieser hier. Yay. Jump. Moment. Wir waren irgendwo da hinten war unser Lager. Wenn ich mich ganz erinnere.
wenn ich mich richtig erinnere, meine ich. Zack. Da. Der war. Mach das nicht, please. So, genau da hinten irgendwo. Ja, yep. Autsch. So, da ist das Lager. Roth, halte durch. Gut, flicken wir dich zusammen. Genau, flicken wir dich zusammen. Eine junge Lady wie du denn solche Sachen? In der Spätschicht im Nine Bells? Gegen eine Scherbe ist ein Wolf gar nichts. Hey, du hast ihn gut gemacht. Also, ich nehme mal an, dass jemand damit hoch zum Funkturm soll? Naja, es ist die beste Chance, ein starkes Signal in alle Richtungen zu senden. Lava. Dieser Notruf muss gesendet werden. Und ich kann erstmal eine Weile nicht klettern. Ja, ich hatte schon befürchtet, dass du das sagen würdest. Du schaffst das, Lava. Immerhin bist du eine Croft. Ich glaube, das haben wir alle befürchtet. Beziehungsweise wir alle gesehen. Du weißt es nur noch nicht. Dann hoffen wir mal, dass ich schnell lerne. Bitte, sei vorsichtig, Lara. Ja, das hoffen wir alle, dass wir schnell lernen. Beziehungsweise unsere liebe Lara Croft. Jetzt haben wir eine Kletteraxt bekommen und... Erstmal an der Felswand da drüben ausprobieren. Ah, jetzt kann ich da klettern, okay. Ich brauchte diese Axt. Gott sei Dank hat Ross mich trainiert. Die vielen Märsche und Kletterpartien. Es ist fast so, als hätte er mich die ganze Zeit auf so etwas vorbereitet. Ja, genau. Es ist klar, dass hier Menschen leben. So, überleben. Und sie sind organisiert. Sie töten und rekrutieren. Kämpfer. Wir machen mal Jagen. Aber was für ein Kult. Sicherer Schuss. Was wollen sie? Wonach suchen sie? Sind sie konzentriert, haben sie mehr Zeit, um ihren Bogen zu zielen. Präzision. Setzt Beute und Taschen effektiv ein, um kann so mehr Munition tragen. Mehr Munitions... Achso, das sind... Nummer 2, okay. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Bin ich ganz ehrlich. Schwer... Nahrungsquelle aufspüren, sammeln... Dass ich... zusätzliches Bergungsgut, das ist natürlich auch nett. Ich glaube, das mache ich auch. Dann hat man ein bisschen mehr Bergungsgut zum Aufbereiten von den Kram hier. Apropos, wir haben mal wieder Bergungsgut. 200 Euro da. Das ist auch alles viel zu teuer. So, das haben wir ja gemeistert schon. Das sind nur noch Outfits. Okay. Wir schauen mal uns die Region ein bisschen an. Da soll
Da haben wir anscheinend einen Nick. Da haben wir noch einen Dingsplatz. Okay, da oben. Nein. Egal. Wollen wir erstmal weitermachen. Nebenbei schaue ich mich mal kurz hier um. Vielleicht finde ich ja noch nebenbei so ein paar Kisten oder so. Ja. Genau, bei der Wand sollte ich es ausprobieren. Was ich mache. Und tap. Und tap. Und tap. Ich schätze mal, aber das sind dann nur diese Wände, die so markiert sind. Das nehmen wir natürlich gerne mal mit, ne? Hey, da drüben hängt noch was an Bergungsgut. Lassen wir das mal. Weil ich glaube nicht, dass wir so weit bringen. Oh, brauchen wir eigentlich auch gar nicht, oder? Moment. Das müsste, glaube ich, auch noch so funktionieren. Moment. Na, okay. Schon verkackt. Schätze ich mal. Ah ne, hier geht die Treppe hoch. Das könnte vielleicht sogar reichen. So. Hier irgendwie. Da sind noch Pfeile. Erstmal. Achso, die Pfeile sind voll. Okay. Ach, da hängt das Ding. Okay. Nein. Autsch. Okay, egal. Gehen wir weiter. Oder kann ich den durch Dings mitnehmen? Durch. Ne, kann ich nicht, okay. Egal. Dann klettern wir trotzdem so weiter erstmal. Ich meine mal, wir werden, schätze ich mal, auch genug Bergungsgut noch kriegen. Um alles richtig aus. Sag ich mal, aus zu probieren und so. Das ist mir dann eine ganz komische Ecke, die. Achso, das ist nur für die normalen Leute, die da jetzt nicht hochklettern wollen. Okay. Verstehe. Ja, ernsthaft? Solche Sachen mag ich ja gar nicht. Oh, geheimes Grab in der Nähe. Erkunden Sie die Gräber, um Belohnung zu erhalten. Geheimes Grab in der Nähe, okay. Da drüben soll eins sein, okay. Ich schätze mal da drüben. Kommt man eher dran. So, wir nehmen mal Feuer zur Sicherheit mit. Oder kann es sein, dass die Dinger, diese Markierung für diese Dings, genau. Ich glaube, das sind Markierungen nur für geheime Gräber. Was ist das? Untersuchen. Achso. Hier, um so ein geheimes Grab zu untersuchen, schätze ich mal.
Oh nein. Ich merke doch bestimmt schon, dass hier irgendwo jemand ist. Moment. Speicherslot ändern. Wir speichern mal hier drauf. Jo. Okay, Spiel gespeichert. Ich halte mich mal immer links. Da ist, glaube ich, das Feuer. Ja. Hier ist ein Lager. Ist auch schon mal gut. Jetzt haben wir hier schon mal einen Lagerplatz wenigstens noch gefunden. Und ich glaube, wenn ich hier weitergehe, komme ich sogar da oben irgendwie raus. Das würde mir sogar noch ganz gut kommen. Moment. Mach noch mal kurz Fackel an. Weil das. Ja, okay. So viel zu euch. Grab der Unwürdigen. Vergoldete Figuren. Diener der Sonnenkönigin. Ich würde sagen, schubsen wir mal. Vielleicht hilft das ja. So. Opfer, Mord. Es gibt keine Berichte über derartige Rituale im alten Yamatai. Außer sie wurden aus allen Unterlagen entfernt. Wer weiß, lieber Lever. Das wissen wir ja leider nicht, ob das wirklich so ist. Okay. Ah, okay, ich verstehe. Ja. Dann landet er doch wieder da. Was natürlich nicht so toll ist. Weil da soll irgendwie was rein, schätze ich mal. Ich schätze mal, da müssen wir irgendwas reinpacken. Deswegen einmal hier runter. Okay, schauen wir uns mal um. Vielleicht finde ich ja hier was. Nee, irgendwie finde ich hier nichts. Deswegen gehe ich jetzt erstmal zurück. Hier. Und würde sagen, das war's für diese Folge schon mal. Denn, ja, irgendwie bleibt uns nicht mehr viel Zeit. Deswegen, wir sind im Grab der Unwürdigen im Tageslager und wie es weitergeht, erfahrt ihr in der nächsten Folge von Tomb Raider und mir, eurem Levos Kisan. Ciao!